Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Im letzten Part haben wir gegen den Boss wirklich verkackt und sind Game Over gegangen. Oh ja, also sowas ist mir echt noch nicht passiert. Das war der erste Game Over im ganzen Let's Play. Und ich sag wirklich, yo. Also der Boss hat uns wirklich vernichtet, würde ich sagen. Also das muss ich wirklich sagen, also der Boss hat uns echt gekillt. Aber jetzt probieren wir jetzt meinen zweiten Versuch. Mal schauen, ob er uns diesmal auch umbringen kann. So, bam. Ich habe den Boss halt überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Jetzt kennen wir ja ungefähr das Schema von ihm. Oh, goddammit. Komm her. So. So, der stürzt es ab. So. Dieser gottverdammte Alter. Kann ich die eigentlich zurückschleudern? Natürlich nicht. Komm rauf. Hä? Das ist auf einmal eine andere. Jo! Da war sie klar. Oh, komm schon. Öffne deine Augen. Welche Reihenfolge? So. Dieser blaue regt mich echt auf. Sterben! Oh, ist doch klar. Aber ich musste gehen. Ich musste gehen, sonst wäre ich getroffen. Sonst hätte er mich getroffen. Alter, was ist echt nicht ein. Bah. Ja, so kann ich ihn definitiv nicht machen. Ich muss ihn damit machen. Alter, aber der Kerl nervt mich davon echt ein bisschen, ne? Also nervt schon. Wow. So, endlich stürzt es auch ab. So. Ich hoffe, dass wir dich jetzt umbringen, Blauer. Weil ich weiß, jetzt kriegst du jetzt deine Babygehilfen da. Das weiß ich ja. Ob wir sterben, Mann. Nein! Okay. Alles klar. Ja, genau. Ich weiß nicht, oder? Hast du recht? Alter, der Kerl regt überhaupt nicht auf. Nein. Er kommt überhaupt nicht an. Nein, er lebt immer noch. Der Rochen lebt immer noch. Alter. Hartnäckiger. Der ist richtig hartnäckig. Aber jetzt. Finish him. Yes. Ach, der sendet seine Hä? Ich bin doch gesprungen? Alter, das war Betrug. Gestorben. So. Wo ist der nächste? So. Also, wieder dauernd die Babys aussendet. Ja. Yo. Ich komme noch gar nicht mehr auf den drauf, der war plötzlich weg. Aber jetzt können wir uns in Ruhe um diesen Typen kümmern. Kümmern, hallo. Geh sterben. Und das war alles? Ernsthaft? Komm, explodier. Ja. Yeah. Zum Abschluss explodiere, du dreckiges Stück Scheiße, wie alles in diesem Spiel. Und das war's. Und dagegen sind wir jetzt ernsthaft im letzten Part gestorben. Euer Scheißerz! Ach, komm on. Windelemente halten. Das Windelement hält die Kraft, die Samen trägt und Früchte bringt. Okay. Dann würde ich mal sagen, gib mir den Herzcontainer. Yes! Alles klar. Also, let's go. Jetzt haben wir alle Elemente, Mann. Wir besitzen nun alle vier Elemente. Erschaffen wir das Heilige Schwert. Ja, das machen wir. Und ein paar Herzteile für uns auch noch. Also zwei Stück. 18 Herzteile nur noch. 18. Also es fehlt nicht mehr viel. Aber was könnten wir jetzt tun? Wir könnten jetzt ein bisschen Backtracking betreiben. Und ein paar Sachen nachholen. Würde ich sagen. Hey, da bin ich nochmal fein. Was? Als ob. Ja gut, hier, nimm ich. Ich habe kein Problem damit. Weil das ging jetzt halt ziemlich schnell, muss ich sagen. Und warte, ist es das, ist das der Baum, den ich schon die ganze Zeit will, dass ich wieder aufrichtet, aber keine Ahnung habe, wie. Ja. Endlich! Warte mal, wollen jetzt alle neu vereinen? Warte mal, bist du auch nochmal? Nö, du nicht. Was mit dem Häuptling? Vielleicht will er nochmal. Ja, er auch, als ob.
WTH? Es gibt eben ein paar Sachen, die wir jetzt noch machen können. Also beispielsweise die Schmetterlinge und so einsammeln. Also, warte mal, auch noch eine Schatztruhe? Galel. Geil. Und noch ein paar andere Sachen. Und ja, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir checken jetzt mal erstmal die anderen ab, ob die jetzt auch alle nochmal vereinen wollen. Okay, hier war ja nichts. Wie wir runterkommen, wissen wir ja. Wir nehmen einfach den Teleporter, wie wir auch damals zum ersten Mal hierher gekommen sind, würde ich sagen. Okay, bist du nochmal vereinen? Nö. Bist du vereinen? Nö. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter runter, um zu schauen. Aber der Dungeon war jetzt echt lang und groß. Aber dafür war auch richtig nice. Also, das nenne ich echt mal einen finalen Dungeon für die Story. Jo. Niemand will hier mal vereinen, dann gehen wir mal wieder zurück. Tada! Bam! Interface. So. Haben wir eigentlich schon mal mit unserem Großvater vereint? Komm, wir fragen ihn mal. Oder warte, bevor wir ihn fragen, fragen wir mal Tingel. Tingel könnten wir noch fragen. Tingelchen! Du willst vereinen. Ich habe nämlich deine Rätsel gelöst. Ja, ich will vereinen. Perfekt. Und ich habe sogar das Perfekte. Bam. Oh yeah. So. Und da spawnt jetzt das. Okay. Ein goldener Gegner. Alles klar. Dann würde ich mal kurz zum Onkel Alberich gehen. Und den noch zweimal vereinen würden, danach würde ich sagen, gehen wir nach Heibelstadt. Und die nächsten Parts werden dann Backtracking sein, also komplettes alles drum und dran. Aber davor tun wir noch das Element vereinen. Das allerletzte. Ja, der will auch vereinen. Dachte ich mir doch. Ich hatte eh sowieso das Gefühl, haben wir jemals mit unserem Onkel Alberich vereint? Ich glaube nicht. So, was bringst du denn mir? Ach, die Stelle, wo ich mich schon die ganze Zeit frage, was da hinkommen soll. Oh, das kommt mit Ruhe hin. Alles klar. Oh, das passt so perfekt, Jung. Das passiert bestimmt was Gutes. Oh ja, wird es definitiv. So, dann würde ich jetzt mal sagen, Backtracking ist angesagt. Weil durch den Greifmantel können wir jetzt ein paar Sachen, würde ich sagen, erledigen. Als, warte, nein, grobes Beispiel, so Meister Magnus gehen uns die letzte Schwertattacke lernen, aber apropos Meister Magnus. Hey. Ja, ich möchte nur noch ein Schwertspiel von Magnus. Ja. Wir lesen wieder uns am Ende der Backtracking-Parts durch, also immer eine Reihe, würde ich sagen. Oh Mann, ich habe fast kein Geld mehr. Ja, so knapp. Ich muss dann mal Geld farmen. Ja, nein, 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 halt die Klappe. Es gibt echt noch ein paar Sachen, die wir erledigen können. Aber ich glaube nicht, dass es der nächste Meister Magnus ist. Ich dachte mir schon, irgendwie ja sagen, was ist hier falsch. Aber jetzt sind wir da. Nanu, dieser Mantel! Du bist ja. Jetzt bist du bereit. Ja, jetzt können wir die eine neue Technik trainieren. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja. So soll es, ich werde dir nur die Technik der Schurzattacke lernen. Zieh den Greifenmantel an, rüste dich mit dem Schwert aus, spring doch hier hoch in die Luft, zücke dein Schwert am höchsten Punkt des Sprungs. Es ist vollbracht. Hast du es verstanden? Ja. Höchst erfreut, dass du deinen Verstand so schnell arbeitest. Deine schwere Technik muss man mit eigenen Körper erlernen. Ich muss deinen Körper zur Marionette und lass dich die Technik auswählen und lass nur Marionettendeck von Meister Magnus sehr erstaunen. 1, 2, 3, Marionette zu sein. Hua! Alter, also heute hat er irgendwas geraucht. Dass es so abgeht. So sei es, versuch's zu sein. Ja, tut mir leid, ja, tut mir leid, okay. Hä? Jetzt hat. Alter, ich dachte mir schon. Sehr gut. Ich bereite den Schritt, weil das Schwert kommt. Was soll ich schon nicht vergessen soll, kannst du halt doch noch anrissen. Alter, geil. Oh yeah. Alter, warte mal. Wie viele Schrittraum haben wir jetzt? Wir können die letzte holen. Der größte Schwertmeister von Hyrule, den es jemals anscheinend gab, war es, glaube ich. Aber will hier jemand, irgendjemand vereinen? Das kann doch nicht sein. Ich möchte echt niemand vereinen. Was? Ich soll zu Hause bleiben, weil du Meister kommen soll. Quatsch, wenn ich einen Auftrag kriege, gehe ich rein. Das wäre doch gedacht. Stimmt.
Geh mal aus dem Weg, Hundi. Was würde ich jetzt am besten sagen? Am besten gehen wir jetzt um diesen anderen Schwertmeister, wo auch was für uns hat. Ich glaube, wir können ihn sogar schon machen, oder? Muss ich mal nachschauen. Der ist nämlich in der Geheimwelt von Tabanta. Das ist nämlich dieser Geist-Schwertmeister. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber der hatte auch eine Technik für uns. Allerdings waren wir damals noch nicht reif genug. Ja, genau hier. So. Ist vereint? Nö. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister und der stärkste aller Zeiten. Ne? Das Training bei mir ist unvergleichbar. Ein besseres gibt es nicht. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, klar. So denn, ich werde dich die höchste Schwertechnik lehren. Die große Wirbelattacke. Starte eine Wirbelattacke. Drücke wieder heute Knopf. Es ist vollbracht. Ist dir der Ablauf gewahr geworden? Ja. So, du glaubst zu wissen, wie du den hohen Kurs vollbracht wirst. Nun, Schwertechnik muss aber deinen Körper erlernen. Du sollst eine Marionette sein, die Technik eigenmächtig ausführen. Nun, dass die Marionettentechnik von Magnus zum ersten. Sehr und staune. 1, 2, 3. Marionette nur sein. Nice. So denn, nun solltest du es selbst versuchen. Ja, mache ich definitiv. Also. Ne? Bam. Beachtlich. Nur ein wahren Kämpfer besteht das Training von Magnus dem Ersten. Verhältlich über euch dir die Schlacht des Schwertkunst, weil du deine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du sie dort nachlesen. Alter, nice. Alle Schwertrollen haben wir jetzt. Alle. Wir haben jede Schwertechnik erlernt. Jede einzelne. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle Meister haben. Ein Meister fehlt uns nämlich, glaube ich, noch. Aber wie wir den kriegen, weiß ich leider auch gerade nicht. Müsste ich nachschauen, ob wir wirklich, ob der uns noch fehlt. So auswendig weiß ich es gerade echt fertig, ne? Damn. Ja, da verkleinern wir uns hier mal, weil jetzt Minish können wir natürlich hier auch was machen. Weil es hat sich ja ziemlich viel getan seit dem letzten Mal hier. So, durch die ganzen Glücksfragmente als gutes Beispiel. Schauen wir mal da runter. Hier haben wir eine Schatztruhe. Und hier drin ist ein rotes Glücksfragment. Nice. So. Kannst du die, Mr. Schlange? Danke. Weil sonst wäre ich jetzt nicht durchgekommen. So. Hopp, lauf. Es gibt wirklich noch einige Stellen, wo wir noch nicht überprüft haben oder so. Aber so, jetzt gehen wir darüber. Und jetzt da hoch. Und noch eine Truhe. Und jetzt haben wir direkt noch ein Glücksfragment. Nice. So, das würde jetzt dann, aua, hier gewesen sein. Autsch. Wollt ihr mich verkackeiern? Ernsthaft? Nein, scheiß Ernst! Ich will... Oh. Und wie geht's euch so? Also, mir geht's sehr mittelmäßig. Der Schmetterling! Die Schmetterlinge können wir dann auch noch einsammeln. Da gibt's ja auch noch ein paar. Das muss ich noch nicht mal schneiden. Jo. Aber ich glaube, das muss ich vielleicht rausschneiden. Wenn ich jetzt nicht gleich was wende, wo ich mich größer machen kann. Linky Boy. Hey, da wollte ich. Musst du ja sowieso hin. Nice. Warte, Link. Das war zu schnell. Dell. Okay, da hinten ist eine Truhe. Aber hier waren wir auch noch nicht, ne? Ist ja auch gut so. Alter, noch ein Glücksfragment. Also haben wir aus Zufall jetzt noch schnell das entdeckt, als wir uns einen anderen Weg finden wollen, uns größer zu machen. Aber anscheinend ist das da hinten der einzigste Weg, wie man wieder größer wird. Aber vielleicht... Ey, dieser Gegner gibt mir so dermaßen und sagt, der ist so overused in diesem Spiel. Also das ist wirklich ein Kritikpunkt. Dass die Gegner overused werden. Also zu oft die gleichen Gegner. Muss ich wirklich sagen. Und das geht einem tierisch auf die Nerven. Wir sterben, bitte. Danke. So. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Denken wir hier. Ja, und hier. Oh, die rasten ja aus, Alter. Ich hasse diese. Ja! Herzsaal! Komm schon. So. 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 Oh, yeah.
Es ist nur noch ein Herzteil und ich weiß sogar, wo es ist. Nice. Wir können es sogar holen. Ich weiß ganz genau, wo es ist. Ich weiß ganz genau. Das ist nämlich... Ja, ich zeige es euch am besten. Aber erstmal da hochschwimmen, weil war da nicht da auch noch was? Nein. Ah, okay. Ich schneide es euch das mal raus und vergrößere mich jetzt erstmal. Wir sehen uns dann in halbe Stadt wieder. Also, bis gleich. So, bevor wir nach halbe Stadt aufbrechen, würde ich mal sagen, wir sacken den Schmetterling hier ein. So, jetzt kannst du schneller graben als vorher. Als ob, geil. Schnell eigentlich. Testen wir es mal aus. Okay, so können wir es eigentlich nicht austesten, wenn man ehrlich ist. Okay, das habe ich jetzt echt nicht kurz überlegt. Aber jetzt sehen wir uns wirklich in halbe Stadt an der Stelle. Also, bis gleich. Hi. So, endlich sind wir hier. Hier ist das Herzteil, hier ist das Wasser, hier ist der Greifmantel. Bam! Und her mit dem Herzteil. Wuhu! Also viele Herzteile fehlen uns echt nicht mehr. Also das sind nur noch 16 Stück und das in einem Part unterzukriegen mit Cuts, es geht sehr schnell. Also vielleicht tue ich auch den Herzteil im Glücksfragment ein paar in einem packen. Weil wir halt echt, uns fehlen echt nicht mehr viele Herzteile. Das sind auch. Hör auf mich anzufochen. Kannst du dich mal verziehen, Katze? Bitte. Ja, Hilfe. Oh, ich hasse Katzen. So ein Real-Life, würde ich sagen, ist ein Katze eigentlich ganz okay, aber ich bin eher der Hundetyp. Mit Hunden kann man, finde ich, mehr anfangen als mit einer Katze. Ist nur meine Meinung. Aber, naja. Dann würde ich mal sagen, beende ich mal gleich den Part, weil heute haben wir wieder ziemlich viel geschafft. Das Größte ist eigentlich nur noch Backtracking. Also es ist wirklich größer als nur noch Herumrennerei. Bis zum Story-Finale. Es dauert halt echt nicht mal lang. Also bald ist das Spiel vorbei. Also beende ich hier jetzt mal den Part. Lasst einen Like, einen Kommentar, wenn er euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei The Legend of Zelda Minish Cap. Ciao!